Promi-Geflüster, wir sind heute bei der Trachtennacht in Stuttgart. Also in wenigen Tagen, also ja, kaum mehr eine Woche, sage ich mal, fängt es ja schon an, das große Oktoberfest in München. Kurz darauf natürlich der Wasen hier in Stuttgart. Und jetzt muss ich doch mal hier unseren Gastgeber, der Axel Munz, mal fragen vom Angermeier, was macht eigentlich der Unterschied zwischen Stuttgart und München aus? Und erstmal hallo und herzlich willkommen. Ja, zuerst mal grüß Gott. Der Unterschied. München hat natürlich ein bisschen Vorsprung vom Oktoberfest her. Die Trachten sind natürlich dort weitaus verbreiteter gewesen, aber Stuttgart holt gewaltig auf. Ja, man sieht es wirklich immer wieder. Jedes Jahr kommen mehr Leute in Tracht, in Dirndl und in Lederhose. Und was ist dieses Jahr so der Renner, wenn man jetzt wirklich dann mal so die Kollektionen anschaut? Es gibt viele, viele Renner. Gell? Auf der einen Seite geht es nur in die Tradition rein, auf der anderen Seite so ins Glamouröse, jetzt bei den Dirndln spreche ich jetzt. Gerade so von der Astrid Zöll, die ja für uns arbeitet, diese Lederdirndl mit diesen Glitzerschürzen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön, das kommt ganz gut an. Da kommt im Herrenbereich sind es also vielfach kurze Lederhosen, so in Blatterlänge, so wie bei mir. Und vielfach so auf alt gemacht, weißt? Weil die Leute wollen ja eigentlich nicht mit neuen Hosen quasi erscheinen, sondern die sollen ja alt aussehen, so wie vom Opa geerbt. Und das machen wir, also das ist eine ewige Prozedur, 25 Stunden arbeitet da jemand, um die so richtig auf alt zu machen. Also dann hat man eigentlich was Neues und doch wieder alt sozusagen, oder? Ja, genau so ist es. Gell? Aber alte willst du ja eigentlich nicht, weil ja. Wer weiß, wer da alles reingepieselt hat oder sonst was. Gell? Genau. Aber die Lederhosen früher, ich sage mal, oder auch die Bauern, die haben es ja wirklich da ihre Hände dran abgerieben und alles Mögliche. Gell? Ah ja, klar. Ich meine, das wird ja heute also auch empfohlen praktisch für den Leuten, dass sie sagen, wenn du eine neue hast, die darf jetzt so neu aussehen, dann kannst du ruhig mal deinen Händelfinger ein bisschen abwischen oder sonst was. Aber da unsere Sache ist schöner, wenn man es vorher bearbeitet. Ihr seid ja jetzt mittlerweile, glaube ich, fast in den großen Städten vertreten, also München, Stuttgart, Berlin. Wo habt ihr überall eure Filialen? Ja. Du hast schon gesagt, Stuttgart, München, Berlin, Nürnberg. Ja. In Dubai haben wir jetzt gerade eine Repräsentanz, um diesen Markt ein bisschen anzugehen. Aber es ist natürlich, Hauptsache ist München und Stuttgart. Muss man ganz klar sein. Okay. Und was erwartet man heute Abend bei der Trachtennacht? Was kann man heute erwarten? Ja, also wir werden auf jeden Fall eine ganz fulminant getanzte Modenschau sehen mit den neuesten Vasentrends. Ja. Wir werden anschließend von der Daniele Sudau eine ganz tolle Show sehen im Champagnerglas. Also das ist ganz, ganz schön. Aus Schwarmtschau? Die war ja Playmate des Jahres. Mhm. Dann das neue Wiesn-Playmate wird auftreten. Verschiedene Prominente werden dann auch noch was zeigen. Und dann hinterher gibt es dann noch schöne Musik und von den Angermeier-Buben. Und dann geht die Party weiter. Dann geht die Party weiter. Lassen wir uns überraschen, was uns da heute erwartet. Also es klingt auf alle Fälle vielversprechend. Und ich denke mal, gut, ich bin jetzt noch nicht im richtigen Outfit, aber bis zur Wiesn, bis zum Vasen sollte man da noch was machen, oder? In jeder Beziehung, ja. Alles klar. Ich danke dir. Bis bald und schönen Abend. Ja, danke gleichfalls. Moment, jetzt, ja genau, was das Handy so alles hergibt, ne? Schön, ne? Aber das ist alles nur... Das ist alles nur Fake. Fake, mei, oh mei. Aber das Handy kann man als Spiegel benutzen, das geht ja, ne? Sozusagen. Ja, das kann man als Spiegel benutzen, aber ich mache das meistens so, ich habe schwarzen Screen und dann gucke ich immer, wo Licht ist und dann suche ich da drin immer meinen Spiegel. Ah, okay, braucht man also das Display gar nicht anmachen, ne? Muss man gar nicht anmachen. Ja, Frau, raffiniert. Kennt ja alle Tricks heutzutage. Nicht schlecht. Mia Gray damals, ne? Und jetzt wieder mit dem bürgerlichen Namen unterwegs, oder wie ist das? Also zumindest steht es so auf der Gästeliste. Ja, also bürgerlicher Name Michaela Grauke, so kennen mich auch die Leser aus dem Playboy und eine Zeit lang dann mit dem Künstlernamen Mia Gray gearbeitet, weil viele im Ausland eben Michaela Grauke, das war denen zu hart, das konnten die nicht richtig aussprechen. Okay. Und dadurch Mia, die Abkürzung von Michaela und Gray Grauke halt, ja. Aber ich denke, ich gehe zum bürgerlichen Namen zurück. Okay, ja,
schönes Dirndl heute an, also Dirndlnacht, Trachtennacht, da ist natürlich Dirndlpflicht. Ich nehme an, das ist natürlich auch von unserem Gastgeber, vom Angermeier, oder? Natürlich, also ich arbeite schon seit über 8 Jahren mit Angermeier zusammen, ich werde immer von denen ausgestattet und ich meine, also die Qualität und das, was die haben, Glitzer, Federn, die Farben, jetzt ist ja gerade Schneewittchenkragen in, also die sind immer top aktuell dabei, haben wirklich die besten Schnitte und deswegen, also ich gehe immer wieder Angermeier, Angermeier. Sehr gut. Wo wird man dich dann dieses Jahr bewundern können? Ist es jetzt nur hier auf dem Cannstatter Wasen oder auch ein Besuch nach München aufs Oktoberfest? Also hauptsächlich Cannstatter Wasen, weil hier ist es natürlich ortsbezogen, mein Zuhause. Und die ganzen Veranstaltungen, also Schwabenwelt, beim Wilhelmer sind hier einige Veranstaltungen wieder, da gehe ich auch mal ganz gerne hin. Da werden wir uns dann wieder begegnen? Genau, dann sehen wir uns wieder. Und München ja bestimmt zum Almauftrieb mal, aber eigentlich, ja, München ist jetzt nicht so mein Ding, ich bin lieber hier zu Hause. Schön, fein. Nee, dann wünsche ich dir auf alle Fälle heute einen schönen Abend und ich denke mal, wir werden noch einige tolle Dirndl sehen und natürlich aber auch Lederhosen für uns Jungs natürlich. Gibt es bestimmt auch einiges. Ja, für Frauen gibt es auch schicke Lederhosen. Also ich habe da auch eine grüne, eine weiße, eine rosa, eine lila, natürlich alles von Angermeier. Da gibt es echt viel, ja. Okay, dir einen schönen Abend und bis zum Cannstatter Wasen dann spätestens. Bis dann. 25. September 2015 heißt es in Stuttgart, Ortsapftis. Und den Luigi vom Stuttgarter Hofbräu, genau. Er wird natürlich wieder richtig einheizen die ganzen 2 Wochen, oder? 17 Tage Vollgas, jeden Tag von 11 bis 1 Uhr nachts. Also bin einer von den Ersten, wo kommt und einer von den Letzten, wo geht. Jetzt nicht, weil ich betrunken bin, nein, weil es halt der Job so verlangt. Ne? Ja. Und was wird man wieder dieses Jahr Aktuelles erwarten können? Was habt ihr zu bieten? Also aktuell von mir neu vertont von Dean Martin, Dead Samore. Wunderschöner Song. Wir haben es auch schon jetzt mittlerweile probiert auf anderen Festen. Geht mit einem Dschungelpaar dazwischen. Und die Leute kennen es halt, Dean Martin, ne, vom Red Pack, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und der dritte im Bunde, der Dean Martin als Italo-Amerikaner. Und das Lied hat mir schon immer gefallen. Und dann habe ich gesagt, und das machen wir jetzt dieses Jahr. Und das ist eigentlich der neue Song fürs Randels Hofbräuzelt. Und ja. Wird gut abgehen dann. Ich werde es so steuern, dass die Leute richtig gut abgehen, ja. Ja, jetzt werden wir heute natürlich erleben, was es an Outfits, an Dirndl Neues gibt beim Angermeier. Gibt es da bei dir auch eine Beziehung zum Angermeier? Zum Angermeier noch nicht wirklich, aber ich sehe immer diese wunderschönen Lederhosen, die er hat für die Männer. Also da kann man sich schon verlieben. Und ich meine, ich bin ja mittlerweile wie eine Frau. Eine Frau kann nicht genug Dirndl im Schrank haben und so geht es mir. Ne? Ich sehe Lederhosen, dann denke ich, boah, ist die geil, die muss ich haben. Ne? Also ja, es ist schon so. Okay, aber was du da auf dem Kopf hast, das ist jetzt nicht etwa, wie man es früher im Autokit hat, so ein Verhüterli, sage ich jetzt mal, übers Klopapier oder über die Klorolle, sondern? Nicht wirklich, die sind ein bisschen größer und da würde dann diese Küchenrolle reinpassen, also für den Durchfall, sage ich dann immer. Nee, nicht wirklich. Mir gefallen diese Mützen unheimlich und die häkelt mir dann meine Frau, also. Sie kennt auch meinen Kopfumfang und das macht sie jetzt mittlerweile schon blind und sie macht sie mir in alle Farben, pink, grün, gelb und blau. Also so ein bisschen das Markenzeichen geworden? Ja, das ist also mittlerweile ist das schon richtig das Markenzeichen geworden. Sehr gut. So, jetzt so 2 Wochen davor, sage ich jetzt mal, ja. Wie hält man sich nochmal fit, was macht man, wie bereitet man sich vor? Das ist ein gutes Thema, denn ich hatte Anfang Juni einen schweren Motorradunfall, konnte dann 3 Monate fast nichts machen. Und seit 2,5 Wochen, ich habe den besten Personal Trainer auf der Welt, das ist mein Sohn, Marco D'Arcangelo. Und ja, seit 2,5 Wochen nimmt er mich daher und heute hat er mich gelobt mit dem Zirkeltraining, vom Laufen, vom Boxen, vom Seilspringen, vom Dehnen, Auseinanderreißen und alles drum und dran. Nee, ich bin auf einem guten Weg und es passt. Und jeden Tag laufen, jeden Morgen, also Minimum 45 Minuten. Und dann geht auch der Ranzen wieder ein bisschen weg. Ne? Genau, der nimmt ja dann eh wieder zu vom guten Essen, vom Bier und so weiter. Genau. Also es tut sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, ich konnte 3,5 Monate nichts machen. Und jetzt geht es richtig los und 25. die Krüge hoch in Stuttgart. Na, lass mal es krachen. Wir sind auch da und dann sehen wir uns. Super, danke, freue mich schon. Wiesn Playmate 2015, ganz aktuell. Wie wird man zum Wiesn Playmate gekürt? Was muss man da machen? Eigentlich ist es relativ einfach. Man bewirbt sich einfach bei dem Playboy. Ich habe mich jetzt direkt auf den Titel Wiesn Playmate beworben
Und ja, ich habe mich mit ganz normalen Selfies beworben, durfte zweimal zum Casting kommen und habe überzeugt. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch da dafür. Und was sind jetzt deine Aufgaben? Wo bist du jetzt überall präsent? Also ich vertrete den Playboy als Wiesn-Playmate jetzt ein Jahr lang, bis zur Wahl zur Playmate des Jahres. Und jetzt natürlich auf der Oktoberfestzeit bin ich eigentlich jeden Tag mit dabei. Beim Festzug bin ich dabei und ja, die anderen Sachen, die kommen jetzt alle erst nur. Ich weiß es selber nur gar nicht so wirklich. Darf man fragen, woher du kommst? Ich komme aus der Nähe von Günzburg. Okay. Genau. Also gar keine so wirklich richtige Bayerin, oder? Ah ja, Günzburg gehört ja nur zu Bayern. Ja, so am Rande, gell? Also keine waschechte, aber ich vertrete das Oktoberfest jedes Jahr privat. Und von daher kann ich mich da, glaube ich, gut eingliedern. Nee, weil das, glaube ich, gehört doch so ein Stück weit zu Schwaben sozusagen, oder? Also so, der Dialekt fehlt nur, aber der Rest kann ich alles. Brezeln essen, Weißwurst, Bier trinken, es geht alles. Bier trinken, dann auch Bier heben? Wie viel Maßkrüge kannst du stemmen? Weiß ich noch nicht, aber einiges. Die Arme sehen nicht so stark aus, aber da geht was. Und was haben wir jetzt hier liegen? Oktoberfest Spezial, das ist gerade diese Zeitschrift jetzt, wo du denn auf dem Titel drauf bist. Genau. Die Ausgabe erscheint morgen im Handel. Da ist die Strecke von mir drinnen als Wiesn-Playmate und ja, ich hoffe, dass es viele kaufen werden. Und natürlich Dirndl auch vom Angermeier, oder? Genau, nur vom Angermeier. Also auch die ganze Dirndl, also Oktoberfestzeit, Angermeier, Dirndl, die sehen auch klasse aus. Also. Genau, also wir sind auch auf dem Oktoberfest, vielleicht begegnen wir uns ja irgendwo mal. Und dann wünsche ich dir eine schöne und friedliche Wiesn, wie man so schön sagt. Schön. Würde mich freuen, wenn wir uns nochmal sehen. Danke.